Moin ihr Lieben, Plage Noir 2023 vom Sonic Sedusa haben wir hier Tag 2. Und ich bin ganz gespannt, wen ich hier jetzt treffe. Wir haben ungefähr 14 Uhr, alles erwacht so langsam und wir werden jetzt noch mal einen kleinen Rundgang machen, beziehungsweise uns auch mal hier in dem wunderschönen Zelt mit den ganzen Labels und mit den ganzen Sachen, die man so kaufen kann. Ich habe den Namen vergessen, es war gestern sehr lange, aber trotzdem lustig. Der Bazar, das war das Wort. Da werden wir jetzt hingehen und werden mal schauen. Und wenn ihr mal hier schaut, beziehungsweise wenn man hier mal rumgeht, dann füllt sich so langsam der Festivalplatz. Und das ist sehr schön. Sehr wunderschöne, schwarztragende Menschen hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Folgt mir. Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Moin, ihr Lieben. Herr Florian vom Sonic Sedusa. Hallo. Sag mal, ist das euer erstes Mal hier auf dem Festival? Nein. Nein? Mittlerweile nicht. Jedes Mal. Jedes Mal? Ja, seit ihr angefangen hat. Ja, ne? Gab ja eine Pause, ne? Ja. Sehr schön. Und wie gefällt's euch? Sehr gut. Wie immer super. Ja, super. Nein, abspitzenmäßig und macht einfach Spaß. Ja, sehr schön. Ihr sitzt ja hier schön in der Sonne, ne? Ja. Nicht, dass ihr noch zu Staub zerfallt, Leute. Ja, so, habt ganz viel Spaß noch am Festival. Ja, dankeschön. So, wir gehen jetzt mal hier zum Bazar. Hier gibt es natürlich auch, Whisky Cider. Ich glaube, davon werde ich heute erstmal nichts zu mir nehmen, denn sonst geht das und so, dann kann so. Anyway, hier gibt es auch den wunderschönen Whisky, ja, für alle, die gerne Whisky trinken. Weiß gar nicht, was hier alles gibt. Oh, ich sehe, Bier gibt es auch, Guinness, sehr schön, Kilkenny, sehr schön, wunderbar. Auch bestimmt ganz viele tolle andere Biere. Moin, wir gehen mal hier ein bisschen rein, ne? Gucken uns mal um. Armband? Natürlich. Willst du checken? Komm, wir müssen alles ordentlich machen hier. Jawohl, wenn dann richtig. Richtig, genau, die Kamera läuft ja. Oh. Ja, danke. So, wir gehen jetzt mal hier rum und ihr seht schon, hier gibt es wunderschöne, wunderschöne Stände, ja. Mit ganz vielen tollen Einzelteilen, als auch wunderschönen Designern und Designerstücke. Wir gehen mal ein bisschen durch und schauen mal, was wir so finden hier. Moin! Ach, schaut mal, das ist auch sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Moin, Sonic Sedusa, hallo. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Man kann hier auch sehen, hier gibt es wunderschöne, wunderschöne Sachen. Gibt es hier Schmuck, Masken und natürlich auch wunderschöne schwarz tragende Leute. Ja. Ach ja, ich sehe gerade, hier haben wir zum Beispiel auch ein Label, das heißt Schnittmuskel. Das gibt es zum Beispiel auch, die statten unter anderem natürlich auch manche Bands auf der Bühne aus mit oder für Albumkampagnen und so weiter. Das gibt es alles. Also von daher habe ich gehört. So, wir gehen mal weiter. Wunderschön, wunderschön, handgemachter Schmuck. Und das ist der Bazar. Wir gehen mal nach hinten und fragen mal ein paar Leute, was sie sich denn so kaufen. So, ich frage jetzt hier einfach mal. Moin. Guten Tag. Moin. Na, was schaut ihr denn? Wir sind vom Sonic Sedusa und fragen mal so rum, was denn so ins Auge sticht hier. Die schönen, wie heißen die? Korsetts. Genau, ja. Eine schöner als das andere. Auf jeden Fall. Ja, seid ihr zum ersten Mal auf dem Festival? Nee, zum fünften Mal. Seit zum 2018, fünften Mal? Ja. Sehr schön. Und wart ihr schon mal am Strand gewesen? Ja, immer. Das gehört dazu. Das ist ein Pflichtbesuch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Herrlich. Ja, hier gibt es natürlich tolle Sachen, ne? Macht das Ambiente aus hier. Ne? Schöner Strand und dann, wenn das Wetter so ist wie heute, ist es aber herrlich. Ja. Kauft ihr denn viel auf Festivals Sachen? Ist das so euer Go-To? Wir haben dass man mal vielleicht so ein paar Einzelteile irgendwie? Ja, wir haben eine Grundausstattung, aber der Rock ist neu. Den haben wir gestern hier gekauft. Der ist natürlich wunderschön, ne? Ja. Also, jetzt brauche ich noch ein Oberteil. Natürlich. Aber sicher, da gibt es ja passende Oberteile dazu, ne? Man versucht immer noch ein bisschen zu optimieren. Dann halt. So natürlich. Ein schönes Teil zu finden, hier und dort. Also, ja, einfach gucken und wenn was schön ist. Ja. Das ist natürlich auch schön, wenn auf dem Festival, ne, dass man alle Stände so beisammen hat und so weiter. Ja. Dann kann man auch mal schauen, ne? Weil hier gibt es ja auch so ein paar Raritäten auch noch, ne? Gerade dieses Jahr ist das hier ein bisschen besser ausgestattet. Letztes Jahr war der Shop hier
ein bisschen aber mager. Macht das aber, echt wieder Spaß. Ja. Mal so ein anderes Aussehen. Mehr Stände, mehr Händler hier noch. Ganz tolle Sachen. Ja. Ja, sehr schön. Dann habt noch ganz viel Spaß auf dem Festival. Eben vielen Dank. Wir gehen mal weiter. So. Ihr seht schon, wir sind schon kurz wieder vom Ende hier vom Bazar, aber ja. Guten Tag. Wer bist denn du? Schweigsam, ich glaube, er hat einen Kater. Da ist er nicht der Einzige. Ah, wunderschön. Ja, hier gibt es natürlich echt tolle Sachen. Ich glaube, ich muss natürlich nachher auch nochmal hier shoppen gehen und mal schauen, was es hier so gibt. Hier gibt es natürlich ganz wunderschöne Ringe, habe ich gesehen. Und ja, das war der Walk über den Bazar. Ihr könnt ruhig vorbeilaufen, gar kein Problem. Wir filmen hier ein bisschen. So, wir sind fertig. Entschuldigung. Wieder ein... Kein Problem. Danke. Sehr schön. So, ich habe hier eine Horde Piraten gesehen. Da will ich erstmal hingehen. Moin, moin, ihr Lieben. Kann ich mal kurz an Bord kommen bei euch? Der fängt an zu schnacken. Ja. Ich komme gerade... Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich kenne die gar nicht. Du kennst die gar nicht? Um das gleich vorweg zu sagen, ich kenne die alle gar nicht. Du hast dich einfach hier dazugesetzt. Ja, genau. Der heißt Dennis und das L steht für Gefahr. Ich bin das L. Du bist das L. Du bist das, das ist natürlich großartig. Ja, Horde Piraten, Prost. Euch geht's gut, ne? Sehe ich gerade. Wir arbeiten dran. Ja, sehr gut. Dann geht's uns auch gut. Angefangen und sind immer noch nicht fertig. Wir sind noch beim Frühstück. Ihr seid noch beim Frühstück, ja, sehr gut. Was habt ihr denn da Schönes? Was ist denn das? Ist das Whisky? Das ist das schon der Mutstrich. Der Barbar hier trinkt ja leider kein Whisky. Er mag kein Whisky und er mag kein Bier. Der ist echt geschädigt im Augenblick. Piraten trinken Rum. So ist das nämlich. Aber er will das nicht aufmachen. Du willst das nicht aufmachen? Nee. Ja, aber das ist doch eine gute... Und du sitzt hier, weil du wartest, dass er das aufmacht. Die haben mich an ihren Tisch gebeten und da habe ich natürlich nein gesagt. Ich habe gesehen, das sind ja völlig normale Leute, da setze dich mal zu. Ne? Endlich normale Leute. Ja. Und dann ist er so höflich, dass er sich nicht traut, wegzugehen. Ja. So. Er hat Angst. Ja, vor dem gefährlichen L. Ja, ja. Vor dem L. Ja. Ja, sehr schön. So, ich gehe jetzt mal zurück an Bord der Black Pearl. Und jetzt auch gesendet. Und natürlich, wir sind vom Sonic Seducer, mein Lieber. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Social Media quasi. Ja, genau. So, ich wünsche euch was. Viel Spaß auf dem Festival. Ihr, Prost. Grüß an meinen Chef. Ihr wunderschönen Menschen. Ja, danke. Ihr auch. Gleichfalls. Ja, großartig. Das gilt natürlich auch für euch da draußen. Gerne mal beim Sonic Seducer YouTube-Kanal vorbeischauen, abonnieren und gerne kommentieren, wie ihr denn die Beiträge so findet. Wir geben unser Bestes, euch ein bisschen das Festival zu Füßen zu legen und euch zu entertainen. Also, ja? Wen habt ihr euch gerade angeschaut? Den Tatortreiniger. Den Tatortreiniger angeschaut. Kommt ihr quasi gerade jetzt von der Band oder kommt ihr quasi von eurem Hotelzimmer? Von der Lesung kommen wir. Von der Lesung. Ach, die Lesung der Tatortreiniger, natürlich. Welche Kultur. Ja. Der Moderator wieder, unfassbar. Kann sich wieder nicht richtig vorbereiten. Ja. Letzten sechs, ne? Nochmal. Ja, genau. War lang gestern. Wie gefällt euch denn das Festival? Super. Mega, wie immer. Ja, so wie immer. Ja, sehr schön. Und ihr seht ja echt toll aus. Wie lange braucht ihr euch denn, um das so zu kleben? Gerade mit dem, ne, mit dem Pailletten, mit dem Glitzer hier und so weiter. So, ne? Das finde ich großartig. Haben wir gebraucht? Drei Stunden. Drei Stunden? Ja. Ja klar, das muss man natürlich alles einzeln kleben, ne? Nein. Oder? Nee, so ist es dann doch nicht. Nee. Das Schlimmste sind die Haare. Also. Ja. Okay, verstehe. Ja, ja, das, ihr seht wunderschön aus. Also, absolut. Danke. Ja, dann habt noch ganz viel Spaß auf dem Festival. Danke, und wir gehen jetzt mal einfach mal weiter. Alles bis klar. Dann, Leute. So, hier befinden wir uns jetzt auf dem oder im Mittelalterdorf. Wir gehen mal schauen, was es hier so gibt. Bestimmt Met und... Ah, ich sehe schon, hier spielen auch Bands. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf und schauen mal. Ja, da war ich ja. Aber das wird bisher nicht stattfinden, denke ich. Mh, lecker, ich sehe schon. Hier gibt's leckere Sachen. Das ist, glaube ich, das Mittelalterdorf, beziehungsweise der Mittelaltermarkt oder die Fress-Area.
nenne ich sie mal so. Guten Tag. Hallo, ich grüße. Na, alles gut bei euch? Alles sicher, natürlich. Ja, sehr schön. Wahrscheinlich wohl, ja, danke. Ja, sehr schön. Ja, ihr lasst es euch gut gehen, ne? Oh, wie ja, wie Guinness, ja. Guinness auf jeden Fall. Jetzt schmeckt. Ja, wunderbar. Wie gefällt euch denn das Festival bisher? Sehr gut. Wie die letzten Jahre auch. Ja. Heute ist ja schon der letzte Tag, ne? Heider. Ja. Ja, aber nächstes Jahr ist ja auf jeden Fall wieder soweit. Ihr habt schon gebucht. Wie oft? Habt ihr schon gebucht, ja? Wir werden buchen, ja klar. Natürlich. Ah, sehr schön. Ja, und wie oft wart ihr schon hier? Wir sind jetzt das dritte Mal hier. Du bist das dritte Mal, ich bin das zweite Mal hier. Ja. Und wen habt ihr euch gestern angeschaut, bandtechnisch? Ich habe auf jeden Fall Blutengel gesehen und Centro. Das Geduda auf jeden Fall. Ja. Ja. Die sind ja abgegangen wie Schmitzkatzen. Ja, den Chris Pohl hatten wir gestern auch im Interview. Ja. Das war sehr lustig. Und vor allen Dingen die Show war auch ganz klasse. Also das habe ich mir gestern auch angeschaut. Also, wir haben den Oberhausen gesehen nochmal. Da waren sie schon gut, aber hier waren sie nochmal eine Nummer besser. Ja, sehr schön. Ja, dann habt noch ganz viel Spaß. Vielen Dank. Und wenn ihr mal auf der YouTube-Seite vom Sonic Seducer vorbeischaut, abonnieren und mal kommentieren, weil da landet ihr jetzt. Ja. Werden wir machen. Danke dir. Habt ganz viel Spaß noch. Dankeschön. Danke. Vorsicht, Stufe, Auffahrt. Ja, wie ihr seht, hier spielen auch noch Bands, Open Air. Ich sehe schon, das sind bestimmt viele Sänger. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja schon ein Chor. Sagen wir es mal so. So, hier haben wir auch wieder ganz viele wunderschöne schwarztragende Menschen. Und wir gehen jetzt nochmal da drüben, da gibt es nämlich auch noch wunderschöne, hier gibt es die Fressstände und da drüben gibt es auch noch wunderschöne Klamottenstände, sehe ich gerade. Moin! Moin! Prost, Prost, Prost! Lasst es euch gut gehen! Geht's euch gut soweit, ja? Ja, sehr schön. Wann seid ihr denn aufgestanden oder seid ihr noch wach? Wir sind nicht aufgestanden. Nein, wir sind 8 Uhr. 8 Uhr? Ja. Na Mensch. Gestern Morgen. Gestern 8 Uhr, sehr gut. Gestern Morgen 8, ja. Habt ihr gestern lange gemacht, ja? Ja. Nee, eigentlich nicht. Nee? 11? Das ist aber nicht lange, ne? Alten Leute schon. Nee, René wurde noch mal müde hier. Ja, ja. Das war halb eins oder so, glaube ich. Ja. Zwei? Keine Aftershow-Party, keine Aftershow-Party für euch? Doch privat, ja. Privat, ja. Ah, natürlich. Ach, sehr gut. Du bist jung, oder? Sehr gut. Ich habe gestern auch ein bisschen länger gemacht. Deswegen, daher die Sonnenbrille. Sonst zerfalle ich zu Staub heute, sage ich euch. Ja, ja, genau. Ja, ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Habt noch viel Spaß. Und trinkt einen für mich mit. Ebenso, ne? Oh, richtig. Ich will mal wissen, was ihr da trinkt. Was ist das denn, das Rote da? Das ist der Met mit Erdbeer. Oh, Met mit Erdbeer. Wow. Na, das klingt ja sehr gut. Ja, dann noch viel Spaß. Ja, komm, einen kleinen. Aber nur einen klitzekleinen. Sonst fange ich an, ins Mikrofon zu lallen. Habe ich den jetzt hier vertrieben? Nee, ne? Nein, der muss ja. Gut, okay, dann setze ich mich jetzt mal. So spreche ich hier gleich so, sage ich euch. So. Mitgehangen, mitgefangen. Mitgegangen, mitgehangen, mitgefangen. So sieht das aus. So, sagen wir mal, was das ist, genau. Das halten wir das mal kurz in die Kamera. Der kann ich lesen, ich habe meine richtige Brille nicht auf. Das macht er nicht. Das macht genau nicht. Gerade auszuhören. Aber die Kamera kann das. Sehr gut. Denke ich, ja. Können wir sehr empfehlen. Sehr empfehlenswert. Ja. So, vielen Dank für die Einladung. Prost. Leute, Prost. 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 Auf euch. Ja, auf dich, ne? So, und wir sehen uns morgen. Wenn wir auch sehen könnten. Das Trinken, das weißt du schon, ne? Und? Oh, wow. Ganz schön süß, ne? Ich habe ja echt gedacht, jetzt ist so... Aber... Vielen Dank, der ist echt super. Willst du da rein? Ich leg mich da jetzt erstmal so aus die Badewanne rein. Nein. Ist ja nur gefärbtes Wasser, liebe Leute, liebe Kinder. Natürlich nur gefärbtes Wasser. Wir trinken nie Alkohol. Ja, und das ist ein flüssiges Steak. Das ist ein flüssiges Steak. So sieht das aus, ja. Okay, super. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich werde mich jetzt mal über das restliche Festival lallen. Und wir sehen uns. Habt ganz, ganz viel Spaß beim Festival. Tschüss. So, ich sage, es ist zu spät. Nein, natürlich nicht. Es ist alles gut. Und wir haben hier natürlich noch ein paar Stände. Wir gehen jetzt noch mal weiter.
Und da drüben gibt es auch wieder Schmuckstände. Hier ist natürlich auch ein wunderschöner Supermarkt für diese Ferienanlage hier. Ne? Das ist ganz cool, dass es hier auf diesem Gelände auch noch einen Supermarkt gibt. Nur am Kaffee könnten Sie noch arbeiten. Das weiß ich aus erster Hand.